Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und so deutsch jetzt mein Servus auch zum Beginn dieses Videos ist, so italienisch und so emotionsvoll ist diese Alfa Romeo Giulia, die hinter mir steht. Und ich muss ehrlich sagen, ich war bis jetzt immer ja, ein Fan von deutschen Autos. Ich hatte einen Audi und davor hatte ich einen Audi. Und durch diesen Job habe ich so ein bisschen auch andere Seiten der Autowelt kennengelernt. Und jetzt stehe ich des Öfteren auch mal neben so einem italienischen Auto. Heute eben, wie gesagt, neben der Alfa Romeo Giulia. Und muss euch sagen, ich bin mittlerweile wirklich verliebt. Und warum das so ist, möchte ich euch heute in meinem Video zeigen. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns von www.derautotester.de. Übrigens nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da, würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, kommt ihr jetzt mit und ich zeige euch die Optik. Angekommen, schauen wir der Giulia ins Gesicht und ich muss euch sagen, das ist nicht die Art von Liebe, in der man sich in die andere Person oder in das andere Auto verliebt, weil sie super süß aussieht, sondern weil sie meiner Meinung nach doch schon einen recht aggressiven, aber auch sportlichen Touch hat. Woran liegt das? Wir haben hier vorne eine Lippe, die mehrere spitze Ecken nach vorne hat. Die finde ich wirklich schön, macht das Ganze so ein bisschen ja, charaktervoll. Dann haben wir hier vorne ganz Alfa Romeo typisch eben diese Front mit dem Alfa Romeo Zeichen und den schwarzen Wabenmuster hier unten und in der Mitte. Und wir haben ja auch ein italienisches Kennzeichen. Und dann haben wir hier, ja, leider keine LED-Leuchten, sondern nur Bi-Xenon-Leuchten bzw. Xenon-Leuchten. Da sträuben sich die Italiener so ein bisschen dagegen. LED finden sie nicht cool, macht die Linie wohl kaputt, aber irgendwas ist ja immer in der Liebe. Perfekt ist es ja nie. Dann gehen wir jetzt mal ins Profil. Ich stelle mich hier mal rein, dass ihr mal seht, wie es aussieht. Ich finde das Auto wirklich wunderschön. Wir haben jetzt hier die Ausstattungsvariante Veloce drauf und eigentlich wirklich nur Farben, die miteinander harmonisch sind. Und zwar zwei plus dieses Gelb hier. Wir haben hier das Milano Blue drauf. Wir haben sonst alle Elemente in Schwarz. Und wie gesagt, hier die Bremssättel in einem Gelb. Die kann man auch in Rot oder in Schwarz wählen. Und wir haben hier nochmal Felgen, Felgen Speziale heißen sie, für 1000 Euro, die ich sehr schön finde. Ich stehe auf dieses Blumenartige. Dann haben wir, wie schon gesagt, nur zwei Farben, nämlich dieses Milano Blue und Schwarz. Wir haben eine schwarze Umrandung und die Scheiben, abgedunkelte Scheiben hinten. Auch die Heckscheibe ist abgedunkelt. Und schauen wir uns mal das Heck an. Und ich muss euch sagen, für mich ist es die schönste Seite, die Schokoladenseite. Wir haben hier so einen kleinen Entenwürzel, der hier rausgeht. Die Giulia gibt es übrigens nicht als Kombi. Dann haben wir hier nochmal Giulia in schönen schwarzen Lettern drauf. Wir haben hier nochmal das Q4, das steht für den Allradantrieb, den wir hier haben. Und wir haben da unten eine ganz schön sportliche Auspuffanlage bzw. einen Diffusor. Ich weiß nicht, wie ihr den findet. Schaut ihn euch mal an, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch den Sound, spring dafür mal rein. Und ihr sagt mir, wie ihr den findet. Und was sagt er? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt schauen wir uns vor lauter Gefühlsduselei noch vielleicht das Praktisches an, und zwar den Kofferraum. Ich mache euch den mal auf. Wir haben jetzt hier 480 Liter Volumen. Schaut gerne mal mit mir rein. Ich finde, es ist absolut ausreichend für so eine Limousine. Man kann hier auch noch mit den Knöpfen hier bzw. mit den Hebeln hier die Rückbank umklappen. Das heißt, hier muss man sich auch nicht großartig bücken oder irgendwie rein. Ja, reinquetschen, dass man die umgeklappt bekommt. Aber für mich ausreichend und schön. Jetzt würde ich sagen, wir springen noch auf die Rückbank. Die zeige ich euch nämlich auch. Weil wenn wir gerade vom Platz sprechen, ist es bei Limousinen ja immer so eine Sache. Ich rutsche da jetzt mal durch.
ich mit meinen 1,64 bin jetzt kein Problempatient, was Rückbänke angeht. Aber ich kann euch sagen, für mich ist genug Platz. Hier nach vorne ist genug Platz an meinen Knien und auch zu meinem Kopf. Ich glaube aber, wenn man jetzt ein 1,90 Meter großer Mann ist, möchte man jetzt hier keine längere Reise nach, ich weiß auch nicht, Buxtehude oder so verbringen. Sonst haben wir hier hinten schönes Leder, alles in Schwarz gehalten. Ich zeige euch das nachher nochmal vorne im Innenraum. Wir haben hier noch eine Mittelarmlehne mit Cupholdern. Hier unten haben wir noch zwei USB-Stecker mit einer Sitzheizung und nochmal solchen Luftdüsen. Aber alles in allem genug Platz, zumindest für mich. Ja, das war die Rückbank, aber jetzt zeige ich euch was für die Emotionen und zwar fürs Herz. Den Motor, kommt mal mit, ich mache mal die Motorhaube auf. So geht sie auf. Und wir haben jetzt hier einen 2,2 Vierzylinder Diesel mit 210 PS und 470 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der fährt 235 km/h Max, ist in 6,8 Sekunden auf Tempo 100 und wiegt insgesamt 1,5 Tonnen. Den gibt es als Allrad, den haben wir jetzt hier als Allrad oder auch als Heckantrieb und verbraucht so circa 5 Liter oder 5,3 Liter sind, glaube ich, angegeben. Und jetzt mache ich den mal zu und wir gehen wieder rein. Ja, weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und da zeige ich euch mal jetzt so ein bisschen, was jetzt alles so neu ist an dem neuen Modelljahr 2020. Und einerseits ist es der Gangwallhebel, der ist jetzt anders designt. Wir haben hier einen Drehdrücksteller, den man benutzen kann. Wir haben hier vorne noch so eine italienische Flagge und auch das Lenkrad ist neu, beziehungsweise haben wir jetzt hier Touch drin, das gab es davor nicht. Und ein neues Infotainment-System. Das erkläre ich euch aber gleich. Zuerst sage ich aber noch ein bisschen was zum Innenraum. Hier ist alles sehr dunkel gehalten, was mir sehr gut gefällt. Alles in Schwarz. Wir haben einen schwarzen Himmel. Wir haben schwarzes Leder an den Türen, aber auch schwarzes Leder in der Mittelarmkonsole und in den Sitzen. Die gefallen mir auch gut. Die haben so relativ große Backen an den Seiten und geben daher auch guten Seitenhalt. Man fühlt sich ja auch relativ bequem drin. Wir haben hier in der Kopfstütze auch nochmal Alfa Romeo reingraviert oder reingestanzt. Das sieht sehr wertig aus. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was zum Thema Ablagen. Wir haben hier vorne zwei Cupholder. Die sind gut und ausreichend groß. Wir haben hier vorne auch nochmal ein bisschen Platz, wo wir es ablegen können. Dann haben wir hier, das finde ich ganz cool, die Möglichkeit, den Schlüssel hier so reinzustecken. Das heißt, der fliegt ja auch nicht mehr rum, wenn man herumfährt, sondern man weiß immer, wo der ist. Dann haben wir hier noch in der Mitte ein bisschen Platz, um Dinge abzulegen. Wir haben hier einen USB-Stecker, einen AUX-Stecker und einen USB-C-Anstecker. Und hier können wir dann noch unser Handy induktiv laden. Das gibt es optional dazu. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil heutzutage ist der Handy-Akku ja irgendwie immer leer, weil man das Handy auch immer benutzt. Dann kommen wir hier vorne zum Lenkrad. Das ist neu, gefällt mir sehr gut. Hat hier vorne auch einen Start-Stopp-Knopf. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man hier in einem nicht normalen Sportwagen sitzt, sondern in einem Supersportwagen so ein bisschen, eben auch durch diesen Knopf, aber auch durch dieses sehr sportliche Design. Dann haben wir aber hier auch noch neben der Sportlichkeit wahnsinnig große Schaltwippen. Mir sind die persönlich ein bisschen zu groß, weil ich da nicht so ganz an den Blinker komme. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu kleine Hände habe, ich weiß es nicht. Aber die sind schon relativ massiv und hier oben haben wir dann auch nochmal so ein Plus und Minus reingraviert. Schön sind sie aber wie gesagt, mir ein bisschen zu groß. Und dann haben wir da hinten unser digitales Cockpit. Rechts und links haben wir analoge Rundinstrumente. Da haben wir links einmal den Drehzahlmesser und rechts die Geschwindigkeit. Und das Cockpit können wir in der Mitte hier über diesen Knopf hier steuern. Das heißt, ich klicke hier drauf und kann dann mir Informationen zum Trip anzeigen lassen, zu meinem Verbrauch. Ich kann Assistenten mir anzeigen lassen. Ich habe hier nochmal die Geschwindigkeitsanzeige in der Mitte, die ich bevorzugen würde, dass man das nochmal digital hat. Und wir haben hier jetzt, wie ich euch schon gesagt habe, ein neues Infotainment-System bzw. mit Touch. Was ist daran besonders? Ich klicke hier oben mal drauf. Ich kann mir das eigens konfigurieren. Das heißt, ich kann hier einfach nur mit ein bisschen Druck die verschiedenen Kacheln herumschieben, wie ich sie halt eben in der Shortwall-Liste am liebsten hätte. Klicke hier wieder zurück und habe dann die Einstellung, wie ich sie haben möchte. Und ich gehe kurz mit euch durch ein paar Dinge durch, die ich ganz interessant finde, auch vor allem für euch. Wir haben hier die Fahrzeuginformationen. Hier oben gehen wir mal rein, da haben wir dann Informationen zum Reifendruck. Aber das Interessanteste ist, hier haben wir die verschiedenen Fahrmodi. Die kann ich einerseits hier an diesem Drehknopf einstellen, andererseits kann ich sie aber auch hier einstellen. Und was wird da alles angepasst? Wir haben einmal den Motordrehmoment, wir haben die Lenkung, Schaltung,
das Allrad und aber auch das Gaspedal, wie es jeweils eingestellt ist. Bei D ist es dann auf sehr sportlich getrimmt, N ist normal und A haben wir dann hier nochmal eine sehr komfortable Einstellung. Weiter hier unten haben wir dann alle Knöpfe zum Thema Klimaautomatik. Die sind alle noch sehr haptisch, was mir gut gefällt. Man kann hier alles noch einstellen mit der eigenen Hand und braucht dafür kein Display. Man hat hier noch die Möglichkeit zu entscheiden, wo der Luftdruck kommt. Wir haben hier eine Lenkradheizung, was ich sehr gut finde, weil ich im Winter eigentlich immer sehr kalte Hände habe. Und wir haben ja auch eine Sitzheizung. Ja, sonst haben wir noch Apple CarPlay, Android Auto hier, Over the Air. Also für mich echt ein Top-Innenraum. Ja, das war sie, meine Hommage an die Alfa Romeo Giulia im Modelljahr 2020. Ich hoffe, das kleine Review hat euch genauso gefallen wie mir. Ja, warum bin ich jetzt nicht mehr auf meinem alten Ich liebe nur noch deutsche Autos fliehen, sondern bin auch in ein italienisches Auto verliebt? Das liegt einerseits an dem Motor, andererseits aber auch an dem ganz gut passablen Sound, an dem Innenraum, der jetzt im neuen Modelljahr sehr konnektiv ist, sehr digital und aber auch sehr modern. Der Liebe geht sehr oft um Oberflächliches, auch an der Optik. Ich stehe einfach auf dieses italienische Design. Falls euch es genauso geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So wie die Alfa Romeo Giulia jetzt hier steht, kostet sie 66.000 Euro. Falls ihr noch mehr Bock auf unsere Reviews habt, dann schaut doch gerne rein. Gebt uns ein Abo, macht die Glocke an, würde mich riesig freuen. Ihr findet uns von www.autotester.de nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Gebt uns auch da ein Abo, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten italienischen Auto und bei der nächsten großen Liebe.